Wir nehmen euch jetzt mit und wollen euch mal unser Zuhause zeigen. Ja, und zwar kommen normalerweise die Gäste hier schon direkt rein. Die haben ihren eigenen Türcode oder auch die Familie, dass sie sich direkt bei uns zu Hause fühlen. Und dann können sie hier ihre Sachen ablegen auf dem Sessel, das ist ein Erbstück. Ja, und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt in die Küche und machen mal weiter. Uns war auch schon ganz lange Fibrockhaus ein Begriff. Und ja, Stein auf Stein ist ja sehr wertig. Und ja, dann ist es Fibrockhaus geworden. Sag mal, das ist ja wie bei einem Kind. Man hat einen ET, einen errechneten Geburtstermin. Und es gibt hier einen Abnahmetermin. Und der ist dann wirklich auch eingehalten worden. Das fand ich super. Wichtig war eben auch die Photovoltaikanlage oben auf dem Dach mit einzubinden, um quasi die Energieeffizienz des Hauses zu messen, wie viel Strom benötigt wird. Die überschüssige Energie geht dann entsprechend in die zwei Elektroladestationen, die wir in der Garage montiert haben für Elektroautos. Unser Bauleiter war immer dafür da. Der hat gesagt, wir können jetzt gerne darüber sprechen. Schlafen Sie eine Nacht drüber, dann haben wir das gemacht, dann haben wir uns zusammen entschieden. Wir wollen das jetzt so haben und dann wurde es gemacht. Der Lieblingsplatz ist oben im Badezimmer, wo man dann ein bisschen Wellnessbereich hat, nochmal eine schöne Dusche, Badewanne und wo als Familienvater dann auch mal eben Ruhe ist für 2 Minuten. Okay, hier geht es dann in den privaten Bereich, in unsere Rückzugsorte, die Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer. Und wie eben schon erwähnt, worauf wir bei der Bemusterung Wert gelegt haben, war eben auch eine Empore, wo ich jetzt gerade stehe, wo wir dann die Fotos, wo wir eben im Urlaub waren, aufstellen können, die dann auch ein bisschen zeigen, dass wir gerne reisen und dass wir uns gerne die Natur angucken. Und wie eben auch schon bei der Bemusterung erwähnt, Energieeffizienz und nachhaltig war für uns sehr wichtig, dass diese wunderschönen Orte eben auch erhalten bleiben. Wir sind super, super zufrieden. Es ist alles, was auf der Wünsch-dir-was-Liste drauf stand, ist auch wirklich zu vollsten Zufriedenheit umgesetzt worden. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Fibrockhaus, für dieses super tolle Familientraumhaus. Wir freuen uns sehr. Und wer weiß, vielleicht bauen wir ja noch ein zweites Mal.